man als erstes ganz wichtig eine Basis, eine Lidschattenbasis auftragen, damit der Lidschatten auch lange hält. Und falls ihr so kleine Falten hier in der Lidfalte habt, habe ich bei mir auch schon, sammelt sich da der Lidschatten nicht so stark an wie sonst, wenn ihr diese Eye Color Base benutzt. Die ist jetzt von UMA, United Makeup Artist, für 2,50 € bei Real. Super Qualität und man kann es sich halt leisten. So, wenn ihr das habt, die Base, dann nehmt ihr etwas Puder. Das ist jetzt mein Standardpuder, was ich jeden Tag benutze. Und nehmt dieses Applikatorschwämmchen, was dabei ist. Und macht richtig dick Puder unters Auge, damit ihr, wenn ihr, na, wo ist es? Ja. Wenn ihr den Lidschatten auftragt, kann es sein, dass der ein bisschen krümmelt. Und wenn ihr ein bisschen Puder darunter habt, dann kriegt ihr keine schwarzen Stippen auf der Haut. Keine Sorge, das wird später weggemacht. So, dann nehmen wir ein helles Grau. Ne? Klar. Als Basis. Ich habe mich gerade schon etwas vertan, deswegen habe ich etwas Grau schon drauf. Auf jeden Fall bis zur Lidfalte etwas darüber. Schön auftragen. Könnt ihr mit der Fluffy Brush machen, das ist eigentlich immer am besten. Allerdings überlasse ich euch das, womit ihr am besten klarkommt. So, dann nehmen wir ein etwas dunkleres Grau. Es sieht jetzt sehr dunkel hier aus. Ist von Rival de Luxe, glaube ich, von Rossmann. Hier ist der Deckel. Black Velvet. Also ich kann euch die Sachen echt überhaupt nicht empfehlen, weil werdet ihr gleich sehen, ist überhaupt nicht dunkel. Ich nehme wieder die Fluffy Brush, sauber gemacht natürlich. Und nehme richtig viel davon, weil der überhaupt gar keine Farbe eigentlich hat. Und trage das ungefähr bis zur Mitte des Lides komplett auf. Also nur außen. Wie ihr seht, ist überhaupt nicht dunkel. Richtig auch über die Lidfalte, in die Lidfalte rein. Mein Dad macht uns gerade Musik. So, dass das richtig schön dunkel ist. So passt das doch. Dann nehmen wir eine etwas steifere Bürste. Pinsel. Ich war jetzt noch im Englischen. Nehmen. Der ist jetzt von Manhattan. Mystic Silver Brown heißt das. Ist ein schöner Grauton, so graubraun. Nehmen den, tragen den auf. Und dann nur in die Lidfalte. Und wie ein Dreieck hier runter. Damit es richtig schön dunkel ist. Ihr müsst natürlich ein bisschen rumprobieren. Also ich würde es am Anfang nicht zu dunkel machen. Geht lieber ein bisschen heller, so wie hier. Das ist ja auch etwas heller. Passiert halt, wenn man das nicht zeitgleich macht. Dann repariere ich jetzt das andere Auge mal. Wenn ihr das zum ersten Mal ausprobiert, macht es lieber heller. Ist viel einfacher für euch und ihr erschreckt euch nicht so, weil es halt wirklich extrem dunkel ist. Und bitte, bitte, bitte nicht im Alltagsgebrauch tragen. Ich trage grundsätzlich sehr starkes Make-up. Deswegen kennt man das nur von mir. Aber wenn ihr eigentlich kaum geschminkt seid oder wenig geschminkt seid tagtäglich und dann so ein Smoky Eyes Make-up tragt, im Tageslicht, in der Schule oder wo auch immer bei der Arbeit, etwas übertrieben. Also, Fluffy Brush und ein bisschen blenden. Also schön verwischen alles. Mit kreisenden Bewegungen. Wenigstens haben wir gute Musik. Ich weiß überhaupt nicht, ob ihr das hören könnt. Naja.
Auf jeden Fall ist das jetzt soweit fertig. Jetzt kommt. Da ist es. Wir nehmen etwas Schwarz. Schwarz. Das ist ein schöner Pinsel. Könnt ihr eigentlich auch mit allem anderen machen. Nur wirklich vorsichtig jetzt. Jetzt gehen wir an den Wimpernrand und tupfen eigentlich nur. Da ist es schon wieder zu dick. Macht nichts. Eigentlich soll es wirklich sehr schmal sein. So, das war's schon wieder mit Schwarz. Ihr könnt das auch mit einem dunklen Grau machen, falls euch das lieber ist. Jetzt nehmen wir etwas von dem hellen Grau wieder. Diesen wunderschönen Pinsel. Und verwischen das etwas. So habt ihr dann am Wimpernkranz halt richtig schön dunkel die Farbe. Sind wir schon fast fertig. Wieder diese wunderschöne Pinsel. Ich bin immer noch bei Brush im Englischen. Oder auch den. Nehmen wieder das wunderschöne braune Silber, was auch immer. Also das dunklere Silber. Und packen das unter den Wimpern ganz unten. Wenn ihr ins Auge kommt, ist nicht wirklich schlimm. Ihr solltet halt immer darauf achten, dass ihr den Lidschatten auch wirklich vertragt. Aber ich glaube, das ist klar. So, das ist soweit fertig. Jetzt Kajal. Wir sind schon bei den letzten Schritten. Aber zuerst, bevor wir irgendwas anderes tun, einen richtig schönen großen Pinsel nehmen und mit kräftigen Bewegungen das Puder, was wir vorhin aufgetragen haben, wegmachen. Jetzt den Kajal und hier auftragen. Das muss nicht sonderlich ordentlich sein. Sieht eigentlich immer ganz gut aus, wenn es nicht so ordentlich ist. Dann Wimperntusche auftragen. Viel Wimperntusche. Die sind ja auch nicht gleich. Ich weiß, das geht. Da ist vergesslich. Der Highlighter. Also Fluffy Brush. Highlighter ein bisschen nehmen. Dann den höchsten Punkt der Augenbraue auftragen. Und ein bisschen wischen, damit es nicht zu stark ist. Nehmen wir die andere Seite auch nochmal. Und fertig. So, jetzt Wimperntusche. Ich habe hier noch ein bisschen Eyeliner aufgetragen. Ganz viel Wimperntusche. Und schon seid ihr fertig für alles Mögliche. Ihr könnt das Make-up auch mit verschiedenen anderen Farben machen. Zum Beispiel, was auch immer sehr schön aussieht, mit verschiedenen Brauntönen. Also die Grautöne einfach nur durch Brauntöne ersetzen. Besonders wenn ihr halt mehr so der natürliche Typ seid und mehr auf Naturfarben steht. Dann ist das sehr, sehr schön in Braun. Ihr könnt auch, so wie ich das jetzt gleich machen werde, weil mir das ein bisschen zu eintönig ist, etwas Farbe ins Spiel bringen, aber dazu dann im nächsten Tutorial mehr. Tschüss!